willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Talk hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch. Hi, mein Gast heute ist Hélène Budliger-Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft im Staatssekretariat für Wirtschaft. Das ist so ein bisschen das grosse Bundesamt, das für alle Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zuständig ist und damit auch für die Rahmenbedingungen, wie wir arbeiten, wie wir angestellt sind, was wir machen. Und wir machen ein bisschen wirtschaftspolitische Tour d'horizon über alles, was aktuell ist. Danke für den Besuch. Sie trinken gerne Cola Zero. Darum haben wir, das ist eine Premiere. Ja. Also, ich habe einfach den Alkohol nicht gerne. Ich habe die Weinsauce gerne, aber nicht den Alkohol. Das ist wunderbar. Es ist auch noch ein bisschen früh, oder? Das ist so. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke. Es ist, das Format ist ein Gespräch. Und ja, ich finde es toll, dass auch Chefbeamtinnen und Chefbeamte etwa dir kommen. Und weil man vielleicht in der Bevölkerung gar nicht so richtig weiss, wer ist das, was macht die und so. Und jetzt möchte ich wirklich anfangen, Wirtschaftspolitik. Es gibt viele im Land, die ein bisschen, ja, vielleicht nicht gerade Angst haben, aber ein bisschen das Gefühl haben, oh, da kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Sind unsere Löhne sicher? Ist die Wirtschaftsentwicklung sicher? Was können Sie denen sagen? Seco macht ja auch Konjunkturprognosen, überlegt sich mittel- langfristig, wie es aussieht. Was können Sie diesen Leuten sagen? Also ganz wichtig ist, dass eben Seco nicht nur für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuständig ist, sondern auch Arbeitsmarkt Verantwortung hat. Das finde ich ganz interessant, weil meistens, wenn ich ins Ausland gehe, gibt es eine Wirtschaft, manchmal sogar noch einen Handelsminister und dann einen Arbeitsminister und einen Tourismusminister und noch viele andere. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir natürlich die unterschiedlichen Haltungen, die man auch haben kann, oder, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, eigentlich im Haus eine Verantwortung haben und uns nie irgendwie nur in Tunnel begeben und nur immer eine Perspektive anschauen. Ich glaube, das ist wichtig. Das muss man wissen zur Arbeit vom Seco. Nachher muss ich sagen, ich komme gerade von Abu Dhabi. Es ist die 13. Ministerkonferenz von der World Trade Organization gewesen. Und man spürt schon, die Geopolitik ist wirklich angekommen. Auch wirklich ganz stark im Multilateralen. Von dort her verstehe ich ein bisschen, dass sich die Leute Sorgen macht. Jetzt, ich glaube, dass die Schweiz nach wie vor gut aufgestellt ist. Wir haben zwar ein verlangsamtes Wachstum, aber wir haben immer noch ein Wachstum. Es gibt einen grossen Nachbar, der das zum Beispiel jetzt nicht gehabt hat. Deutschland, genau. Mhm. Also bei uns, wir sind natürlich schon ein sehr entwickeltes Land. Also wir werden nicht die 5, 6, 7, 8% Wachstum haben, aber wir sind immer noch auf einem Wachstumspfad. Und ich weiss, man tut viel diskutieren über Arbeitskräftemangel, aber also wenn ich mir muss auswählen, welches Problem habe ich lieber, dann muss ich sagen, habe ich lieber eine tiefe Arbeitslosenquote als eine höhere. Und gut, dann müssen wir uns mit der Frage stellen, wo kommen unsere Firmen ihre Talente über. Aber nochmal, mir ist das lieber und auch beim Arbeitsmarkt, auch wenn man jetzt zum Teil natürlich schlechte Nachrichten gehört hat, in unseren Statistiken sehen wir nicht, dass das ein grösseres Problem könnte werden für die Schweiz in absehbarer Zeit. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, aber wenn es Deutschland nicht gut geht, dann geht es uns ja auch nicht gut, weil wir viel dorthin exportieren. Das ist so. Also, das ist für uns eine Sorge. Ich glaube, Wirtschaft, das bedeutet zum einen schon ein bisschen Wettbewerb, dass man vielleicht ein bisschen die Nase vorne hat. Sex bei einem Freihandelsabkommen. Aber es bedeutet auch heute, oder? Es ist alles so miteinander verbunden. Es bedeutet auch, dass wir uns wünschen, dass es Europa gut geht. Und dass es eben so einem wichtigen Land, wo der Wirtschaftsmotor ist von Europa, dass es denen wieder schnell besser geht. Also, Schadenfreude ist da auf sicher nicht angesagt. Wir fahren eine Diversifizierungsstrategie. Also natürlich, die EU ist als Gesamt unser grösster Handels- und Exportpartner. Wenn man einzelne Länder anschaut, haben die USA Deutschland überholt. Aber natürlich, China ist für uns auch wichtig, ist unser drittgrösster Handelspartner und wir möchten das auch weiterhin pflegen. Und wir sind jetzt auch sehr bemüht, noch die anderen grossen weißen Flecken, die wir haben, hoffentlich auch noch mit Freihandelsabkommen können. Da können wir sicher noch drauf, wegen Indien, oder? Grosses Thema. Sie haben vorhin gesagt, die Schweiz ist gut aufgestellt. Wie würden Sie sagen, warum ist die Schweiz so gut aufgestellt? Was sind die Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht? Ja, das wird ja viel gefragt im Ausland. Also ich glaube, dass wir wirklich bottom-up sind,
Also, dass wir probieren, wirklich uns als Regierung und auch im SECO einfach auf die Rahmenbedingungen zu konzentrieren und jetzt nicht anfangen, was viele andere machen, so eine gezielte Industriepolitik, wo man dann im SECO würde sagen, ja, jetzt die Chips sind wichtig oder die Technologie ist wichtig und dann anfangen wir gezielt fördern. Ich glaube, das wäre falsch. Leider muss ich sagen, ist es jetzt ein bisschen Mode geworden. Viele machen es, oder? China hat schon lange wirklich eine sehr gezielte Industriepolitik gehabt. Die USA haben angefangen. Die EU macht es jetzt leider auch. Also wir begrüßen das gar nicht. Auch wenn wir Ziel verstehen, oder? Was wir damit verfolgen. Aber wir glauben einfach, es ist der falsche Weg. Also ich hoffe für uns, dass wir nicht derart unter Druck kommen, dass wir dann das plötzlich auch müssen, anfangen machen. Das ist eins. Dann haben wir ein ausgezeichnetes Bildungssystem. Dann müssen wir uns wirklich Sorgen tragen. Ich bin eine grosse Anhängerin von der Berufsbildung. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass das weiterhin etwas ist, wo junge Leute ganz bewusst sich dafür entscheiden. Wir haben eine gute Infrastruktur, auch wenn wir alle ein bisschen klönen, weil die Züge voll sind oder Straßen voll sind. Aber wenn man so wie ich in der Welt unterwegs ist, muss ich sagen, ist es Klöns auf höherem Niveau. Und ich glaube, was wir auch gemacht haben, wir haben einfach weiterhin in die Infrastruktur investiert. Ich sehe, dass das in Europa nicht überall der Fall ist. Ja. Wir haben Glück gehabt bei der Geografie. Wir sind geografisch natürlich im Herzen von Europa. Also es gibt ganz viele Sachen, die für die Schweiz sprechen. Ich finde auch unsere Unternehmer, also ich Hut ab. Ich finde, die sind umsichtig unterwegs. Die haben ein gewisses Risikobewusstsein. Und auch die meisten erlebe ich, dass sie wirklich zu ihrem Personal schauen und auch wirklich das Wohl vom Unternehmen jetzt nicht nur gerade auf ihre Lohnfische beziehen. Ich finde es noch verrückt, oder? Immer wenn es auch weltweite Wirtschaftskrise gibt, die Schweizer Wirtschaft erholt sich immer, man sagt ja dem so V-förmig, ja. Oder? Extrem schnell, ähnlich wie zum Beispiel die amerikanische Wirtschaft, die ist auch ein bisschen so. Da höre ich auch immer, das hat damit zu tun, dass man sehr schnell auch Leute wieder anstellen kann, dass man mit Kurzarbeit, wo auch von ihnen administriert wird, ein Modell haben, wo, glaube ich, gut kann auf die Krise reagieren, aber auch schnell wieder zurückkommt, oder? Ich glaube, es sind schon noch wichtige Rahmenbedingungen. Wenn Sie international unterwegs sind und Sie gefragt werden, dann sagen Sie das vielleicht. Aber warum machen die das nicht? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Oder viele haben natürlich völlig andere Regierungssysteme. Viele haben irgendwie das Gefühl, Berufsbildung ist das gutes Beispiel. Ja. Ich meine, überall, wo wir hingehen, sagen alle, wir wollen unbedingt Berufsbildung. Mhm. Und dann hat der Erziehungsminister das Gefühl, wenn er es will oder sie es will, und dann quasi top-down sagt, ich will jetzt Berufsbildung und ich öffne jetzt ein technisches Institut und so weiter. Ein paar Jahre später merkt man meistens, dass die Wirkung einfach nicht da ist. Und dann tun wir ihnen immer erklären, bei uns ist es Privatsektor gesteuert und Privatsektor befeuert, von unten rauf. Das ist für viele Minister undenkbar. Dann tun sie so ein technisches Institut bauen und dann tut aber das technische Institut entscheiden, wer dort dann kann, eine Ausbildung machen. Und ich tue dann erklären, bei uns ist die Firma, die sagt, doch, der junge Mensch hat Potenzial, ich tue einen Lehrvertrag und mit dem Lehr. Das ist ein Konzept, das ist wirklich bottom-up. Und da haben die meisten Länder, die einfach eine andere DNA haben, einfach Mühe, das umzusetzen. Das heisst aber auch, dass wir Sorge tragen müssen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer das Bewusstsein behalten für die Berufsbildung. Das wird sicher auch in diesem Jahrhundert nicht ganz einfach, wenn wir immer mehr Akademiker haben. Also letztlich können Sie das auch nicht garantieren als SECO, dass es weiter so geht, oder? Also die Unternehmer machen mir ehrlich gesagt ein bisschen weniger Sorgen. Es sind die Eltern, habe ich das Gefühl, wo man wirklich muss überzeugen, dass man auch eine gute Zukunft kann haben in unserem Land, wenn man Berufslehre macht. Ich glaube, die Eltern wünschen sich häufig eine akademische Ausbildung. Es hat viel mit Prestige zu tun, es hat viel mit vielleicht auch finanziellen Erwägungen. Wobei ja die Statistiken zeigen, dass man in der Schweiz durchaus auf fast ein ähnliches Lohnniveau kommt, als wenn jetzt jemand einen Bachelor macht. Ich glaube, noch ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Regulierung. Oder ich meine, da gibt es auch Dutzende von Statistiken, teilweise gibt es das auch bei Ihnen, dass die Schweiz halt immer noch, obwohl das auch zunimmt, aber wir sind
Wir haben mehr Freiraum für jemanden, der eine Firma eröffnen will, oder auch weiter investieren oder so weiter. Ich tue manchmal sagen, man kann viel mehr machen, mal, bevor man irgendwo ansteht oder so. Ja, bestimmt? Aber es ist eine grosse Sorge von mir, weil wir machen ja so einen Bürokratiemonitor, da sehen wir, dass die Belastung doch unter dem Strich jetzt ansteigt. Warum steigt sie an? Ja, wir sind eine komplexe Gesellschaft geworden, oder? Also Konsumentenschutz, Sicherheit von Produkten, Globalisierung. Ich glaube, es ist einfach komplex geworden und deswegen gibt es halt auch Teil von der Bevölkerung, wo gern alles reguliert hätte, damit sie sicher sind. Der Sicherheitsgedanke vielleicht auch. Also es ist sicher in der Schweiz selber ein Problem, aber viel mehr muss ich sagen, macht mir noch Sorgen, was so als aus Brüssel jetzt da. Regelungen kommen. Mich dunkt, die liberale Stimme von Großbritannien fehlt ein bisschen jetzt. Mhm. Ich bin zweimal im Jahr in der Schweiz zusammen mit unseren EFTA-Partnern, also informelle Ministerkonferenzen zu Competition, also Wettbewerbsfähigkeit von der EU eingeladen. Und da tun sich viele Länder, eigentlich EU-Mitgliedstaaten, gleich äussern wie wir, oder? Wir müssen jetzt da aufpassen, Bürokratie abbauen. Wir sollen aufhören mit den Subventionen, weil die ärmeren Länder in der EU können sich das nämlich auch nicht leisten. Genau. Wir könnten es uns vielleicht leisten, aber wir wollen nicht, weil wir an der Schuldenbremse hängen und weil wir eine tiefe Verschuldungsquote wollen, der staatliche. Aber die können es sich wirklich nicht leisten. Und da muss ich sagen, da hat es jetzt eine Achse, und durchaus mit hehren Zielen, oder? Vom grünen Umbau, vom Schutz von der Umwelt, vom Schutz von der Konsumenten, etc. So würde ich sagen, so ein Dreieck Brüssel, Paris, Berlin, das sich jetzt eigentlich blind versteht, oder? Und, und der Weg geht. Und das ist für uns, nicht gut, weil wir eben eigentlich einen anderen Weg weitergehen. Aber es ist schwierig zu diskutieren, weil sie sitzen dann mit Leuten, am Tisch, oder, wo jetzt wirklich der grüne Umbau wird vorwärts treiben und wo nicht überzeugt sind, dass die Wirtschaft das selber wird machen oder dass die Gesellschaft so eine Konsumenten so eine wie soll ich sagen, so durchgreifen tun, indem sie nur noch das konsumieren, dann würde sich wahrscheinlich auch die Sache schneller bewegen. Aber von dem sind sie nicht überzeugt. Also haben sie das Gefühl, der Staat muss eingreifen, sei das mit Regulierung oder mit finanziellen Anreizen. Und wie gesagt, das ist für uns nicht gut. Wenn ich aus Abu Dhabi zurückkomme, kann ich Ihnen sagen, die Entwicklungsländer in Asien, in Afrika, in Lateinamerika sind auch nicht begeistert. Die werfen der EU, der USA vor, dass man zum Beispiel, was man in der Doha-Runde versprochen hat, besseren Zugang für landwirtschaftliche Produkte, dass man das nicht gemacht hat. Dort sind wir dann ein bisschen ruhig. Genau. Aber, aus innenpolitischen Gründen, was man dazu sagen kann. Nein, also wir stehen Seko-Staat hinter der schweizerischen Agrarpolitik. Ja. Aber wir melden uns sicher nicht an vorderster Front. Also, oder wir im Nord oder im West oder wie auch immer haben das nicht gemacht, das Versprechen nicht eingelöst. Und jetzt fangen wir so mit technischen CBAM, Entwaldung, Lieferkettengesetz etc. Einfach die Märkte wieder zuzumachen für diese Länder. Das ist eben schon noch verrückt, weil ich glaube wirklich auch die alte europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EFTA und so weiter, sind durchaus freihändlerische Projekte gewesen. Und da sehe ich auch in den letzten 15, 20 Jahren einen Trend völlig in eine andere Richtung. Und die ist geopolitisch auch relevant, weil sie am Schluss die Wettbewerbsfähigkeit schwächt von diesem Kontinent. Auch von uns, wir können uns noch so ein bisschen durchschlängeln, aber auch von uns, das ist nicht gut, wenn wir in geopolitisch schwierige Zeiten kommen, weil dann geht es immer um Wirtschaftskraft auch. Oder? Das ist ja so, das Wort des Mächtigen, oder? Und nicht mehr das, was wir eigentlich hätten, gerne multilaterale Lösung, die für alle gelten. Ich muss auch sagen, oder auch die USA, wir treffen uns einmal im Jahr für einen Wirtschaftsdialog. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben an diesen zwei Tagen vor allem über Sicherheit geredet. Und wie wir können, das ist natürlich in Covid ein grosses Thema gewesen. Wie können wir sicherstellen, wenn wir wieder eine Krise haben, dass wir nicht abgehängt werden, oder? Von wichtigen Gütern. Das ist ein grosses Thema. Und dann das andere, einfach die Sicherheit, halt die Spannungen, die geopolitischen Spannungen.
Und über so klassische Themen, die jetzt uns ein bisschen näher liegen, wie Marktzugang, nicht tarifäre Hindernisse, also technische Hindernisse abbauen. Klassische freihandelspolitische Themen. Ja, da hat man dann natürlich dann am Schluss nicht mehr so Zeit, oder? Und die Energie, das auch noch zu besprechen. Das ist etwas, wo mich wirklich kritisiert, wo ich auch, wenn wir EUF da einmal jährlich uns treffen, wo die Schweiz, natürlich, wie wir sind anständig, wir sind konstruktiv kritisch, aber wir tun das kritisieren und das macht mir einige Sorgen. Wenn Sie bei der WTO sind, das ist die Welthandelsorganisation, die ist ziemlich erfolgreich gewesen, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil irgendwie das ist komplett blockiert, dort weitere Freihandelsrunden zu machen. Die regulären Treffen gibt es noch, aber ich glaube, im Moment kann man gar nicht zu viel erwarten von dort, oder? Ja, aber es ist natürlich für uns keine Option zum Aufgeben. Oder? Ja. Aber ich glaube, das ist noch wichtig zu sagen, oder? Man kann sich dann fragen, wieso bin ich jetzt dort eine Woche gewesen mit unserer Delegation, wenn tatsächlich, wenn man ehrlich ist, der Berg eine Maus geboren hat, oder? Nach dieser einen Woche. Aber es ist einfach, aufgeben ist ja keine Option. Sagen wir mal, flächenmässig, bevölkerungsmässig kleines Land mit nicht einem grossen Heimmarkt, sind wir einfach, also für uns ist es der Königsweg, nenne ich das, wenn multilaterale Spielregeln würden spielen. Und es gibt ja natürlich noch viele multilaterale Spielregeln, die man sich früher hat können erschaffen und die heute noch gelten. Also es ist funktionieren. Also man muss jetzt auch nicht gerade denken, es ist alles verloren. Aber definitiv, Geopolitik hat eine riesige Rolle gespielt in dieser Woche in Abu Dhabi. Und eigentlich dann am Schluss sind auch nur noch die dabei gewesen, die gross sind oder die Radau machen. Okay. man muss es einfach so sagen. Die sind dann am Schluss noch dabei gewesen und weil wir weder gross noch bekannt sind, wir sind eher als Brückenbauer bekannt, sind dann auch ganz viele Länder natürlich, wo es dann wirklich um die Wurst gegangen ist, auch zum Teil gar nicht mehr dabei gewesen. Und das ist auch etwas, wo neuartig ist. Ja. Geopolitik ist ein gutes Stichwort, weil ich nicht nur über Sanktionen rede. Ja. Das ist immer wieder ein Thema. Vor zwei Jahren hat die Schweiz gesagt, jawohl, wir machen da mit. Jetzt bin ich mir sicher, 14 Pakete hat man nicht mehr, 12 oder 40. Ich komme nicht mehr mitzählen. Aber es sind ziemlich viele. Es sind viele. Und 13. Sehr gut, danke. Der internationale Druck ist gross. Ja. Wir machen jetzt das. Es gibt aber immer noch weiter Druck. Die Schweiz mischt zu wenig. Wir dürfen zu wenig Vermögen ausfindig machen und so weiter. Wie beurteilen Sie das? Also ich weiss einfach nicht, wie Sie den Druck spüren, weil ich spüre nicht. Und ich sage das nicht. Ja, medial, aber in der Schweiz. Also ich sage das nicht jetzt, weil ich irgendwie einfach alles schön reden oder im Elfenbeintürmli bin. Also nochmal, ich war jetzt eine Woche in Abu Dhabi gewesen, mit allen möglichen für Leute. Nicht einmal ein Thema. Ich habe auch noch viele bilaterale Treffen gemacht. Ich war zwei Tage in Washington. Lob und Dank, dass wir es machen. Und das heisst immer, Amerika mischt Druck auf die Schweiz. Ja. Das ist also nicht in Washington. Okay. Gut, und auch danke, immerhin, dass wir seriös sind in der Umsetzung. Wir wollen noch mehr mit euch zusammen arbeiten. Mhm. Wir haben auch jetzt wirklich erste Erfolge oder, in dieser Zusammenarbeit, die Sie auch sehen. Also, ehrlich gesagt, oder, die Schweiz ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass wir Sachen halbbatzig umsetzen. Im Gegenteil, uns wird dann zum Teil an der Innenfront eher vorgeworfen, dass wir den Swiss Finish, also dass wir zu genau anschauen und zu exakt sind und dass wir dann unsere Unternehmen, die ja in vielen Ländern tätig sind, dann feststellen, dass dann die Umsetzung nicht überall genau so gut gemacht wird. Also das ist mal das eine. Also den Druck spüre ich nicht mehr. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich können beweisen, dass wir wollen. Es ist auch nie ein Thema, wenn ich in Brüssel unterwegs bin oder in Mitgliedstaaten. Aber was man muss sagen, es ist ein schwieriges Geschäft. Also ich behaupte nicht, wer das behauptet, sie können absolut ohne Schwierigkeiten ein Sanktionenregime betreiben. Da hätte ich doch grosse Zweifel, dass das stimmt. Also, es ist ein schwieriges Geschäft. Ich kann nicht ausschliessen, dass es irgendwo dann mal noch eine böse Überraschung gibt, weil es einfach ein schwieriges Geschäft ist. Wir stehen gegenüber von Leuten, die sehr reich sind,
sehr gut organisiert sind, die Vermögenswerte schon vorher versteckt haben, aus ganz anderen Gründen, steuerlich, weil sie vielleicht auch von Mitkonkurrenten nicht haben wollen wissen oder zeigen, wie viel das haben, etc. etc. Also es ist ein anspruchsvolles, schwieriges Geschäft. Was ich auch sagen kann, jetzt kommen wir in eine Phase, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Turbulenzen gibt, weil jetzt oder werden wir natürlich herausgefordert gerichtlich. Genau, das wäre so ein Punkt gewesen, den ich noch hätte ansprechen wollte. Es laufen mehrere Verfahren, glaube ich. Genau. Und es gibt, ich habe gestern gehört, einen Fall oder mehrere Fälle gibt es von Leuten, die, glaube ich, in der EU von der Sanktionsliste herabgekommen sind, aber in der Schweiz nicht oder irgendwie so. Wo man sich dann fragt, was tun wir denn nachher vollziehen? Nein, also wir tun schon die Liste laufend aktualisieren. Mhm. Weil wir haben das im Prinzip die gleiche Liste, wie die EU hat. Auch die Gerüchte, die uns G7 mal vorgeworfen haben. Wir tun die Schweizer nicht listen und so weiter. Wir haben Doppelbürger, die gelistet sind, weil sie in der EU gelistet sind. Einfach wichtig, wir selber können nicht Leute listen. Wir haben keine gesetzliche Grundlage, sondern wir tun oder sagen, Sanktionen erlassen. Wir tun übernehmen von Brüssel. Ja, also jetzt findet überall, auch wir haben, unser Departement hat sogenannte Delisting-Gesuche. Es sind in Straßburg gewisse Delisting-Gesuche. Das ist der eine Aspekt. Aber gut, und das ist dann, wie es ist. Wir übernehmen, was Brüssel macht. Und wir werden dann keine Differenz haben, außer es gäbe irgendetwas mal ganz Außergewöhnliches. Aber bis jetzt keine Differenz. Die andere Sache ist, oder, wir müssen ja die Vermögenswerte mit dem wirtschaftlich Begünstigten können wirklich ohne Zweifel verlinken. Dort werden wir jetzt vor Gericht die ein oder andere Auseinandersetzung müssen durchstehen. Und oder was das Russland-Regime wirklich unterscheidet von vielen anderen Regimen, ist, jetzt haben wir es mit sehr vielen Geschäftsleuten zu tun. Meistens haben wir es mit Regierungschef oder Minister oder Leuten, die irgendeine Position haben, wo es mal schon klar ist, dass die wirklich die Position haben. Aber jetzt haben wir es mit Leuten zu tun, die aus der Geschäftswelt kommen, wo es dann auch nicht so klar ist, was genau ihre Rolle war und zu welchem Zeitpunkt sie zu welchem Vermögenswert kommen. Das ist eine ganz andere Schuhnummer, als was wir. Also, ich glaube, im Sanktionen-Business, das werden Ihnen alle sagen, gibt es ein Vor- und ein Nach-Russland. Es ist wirklich schwierig. Und wenn wir dann würden verlieren, was ich nicht hoffe, das ist leider nicht Holz, ich mache so, dann gibt es dann vielleicht Nachrichten, oder? Dass halt wieder Vermögenswerte dann müssen von uns. Gut, aber das ist der Rechtsstaat, der am Schluss hoffentlich funktioniert. Und da sind sie Parteien, haben einen Auftrag und jemand anderes sieht es anders. Das ist auch, finde ich, gehört zu unserem Gesellschaftssystem am Schluss. Das ist auch nicht tragisch irgendwo durch, sondern da gibt es eine Ausmachung. Aber die Frage, die ich dann manchmal hier oben höre, ist, was nützen eigentlich die Sanktionen? Und es ist jetzt auch noch im Ständerat, ist gerade noch ein bisschen Kritik aufgekommen wegen der Rechtsberatung, oder? Da habe ich manchmal schon das Gefühl, da haben wir vielleicht auch Sachen übernommen, einfach weil wir jetzt alles übernommen haben, aber sind wir wirklich überzeugt, dass das alles gut ist? Also wir haben nicht alles ganz übernommen, das möchte ich sagen. Bei der Medienfreiheit haben wir zum Beispiel haben wir eine Differenz gemacht. Wir sind auch vom UNO-Generalsekretär ist die Schweiz persönlich gefragt worden, dass wir bei Dünger zum Beispiel eine Ausnahme machen, wegen der Ernährungssicherheit. Das ist auch abgesprochen mit Brüssel und Washington. Also wir haben nicht blind, wir machen nicht einfach Copy-Paste machen, sondern es ist auch jedes Mal ein Entscheid vom Bundesrat, was wir genau machen. Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst habe ich nachher wieder einen Brief. zu der Wirkung der Sanktionen, oder? Nein, es sind einfach Fakten, oder? Wenn wir die Fakten anschauen, sind etwas über 40 Länder auf dieser Welt, die solche Sanktionenregime in irgendeiner Art und Weise übernommen haben. Es sind wichtige Länder. Oder man kann nicht nur einfach auf die Zahl schauen, aber Fakt ist, dass natürlich ganz viele Länder haben, die weiterhin einfach ungehindert mit Russland Handel betreiben. Und es sind zum Teil grosse Länder und das sind jetzt einfach subsidiär, sind die jetzt reingekumpelt und sind jetzt Exportmärkte worden von deutlich grösserer Bedeutung als vorher. Es geht um GX-Geschäft. Es geht um, aber, oder was? Also was machen wir dann sonst? Oder? Es ist, oder? Wir wollen ja nicht zur Waffe greifen. Schon gar nicht in der Schweiz. Also einfach zuschauen.
Und ich glaube, es ist wirklich ein Dilemma. Und ich glaube, Wirtschaftssanktionen haben unter diesem Gesichtspunkt eine gewisse Bedeutung. Jetzt müssen wir noch über Indien reden, weil das ist ja so ein auch eine Nachricht gewesen im Dezember und jetzt in der Woche, in den Monaten seither, dass man da ein Freihandelsabkommen zustande bringt nach, jetzt weiß ich nicht mehr wie viel. 16, wir sind 16 im 16. Jahr. Genau. Jahr. Für mich zeigt das, manchmal muss man lang verhandeln. So. Und dann habe ich aber gehört, also Indien muss jetzt sehr schnell gehen, glaube ich, weil Indien bald Wahlen hat. Ich habe irgendein Datum im Kopf. Diese Woche irgendwann muss es, glaube ich, unter Dach und Fach sein oder so, hat man mir mal gesagt. Bringen wir es an? Ist das wirklich, sind wirklich alle Probleme vom Tisch? Klappt das? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine echte Chance, um das zu machen. Und tatsächlich haben wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Aber ich möchte einfach nur eine Anekdote, wie ich meinen letzten Sonntag verbracht habe. Um 6 Uhr morgens hat das Telefon geläutet. Ich glaube, um 11 Uhr, es war nicht nonstop, aber trotzdem, um 11 Uhr sind wir dann irgendwie durch gewesen und haben wirklich zusammen mit meinem Team, mit dem Chefunterhändler, mit unserem Rechtsexperten noch irgendwie eben unter dem Strich irgendwie 17 Stunden an einem Paragraph noch rumgefühlt. Und dann oder, haben wir ja dann noch Norwegen, Island und Liechtenstein und dann noch das EFTA-Sekretariat. Genau. Also es ist auch nicht so, dass ich dann kurze Rücksprache mit dem Herrn Parmelin und dann ist alles gut. Nein, also wir schleifen jetzt wirklich an den letzten Details. Es ist ein wahnsinniger Druck und wir hoffen, dass wir bald gute Nachrichten haben. Aber mehr kann ich nicht sagen. Weil für mich, ich bin dort jetzt auch langsam ein bisschen abergläubisch. Das ist nach 16 Jahren, oder? Weil ich mich dann wirklich erst auf der sicheren Seite fühle, wenn die Tinte trocken ist unter dem Vertrag. Bedeutung hätte das für Zuschauerinnen und Zuschauer? Weil irgendwie viele haben wahrscheinlich gesagt, ja, Indien ist weit weg und so. Und oder vielleicht, das ist auch ein Problem, das man den Freihandel manchmal hat, dass die Menschen im Land das höchstens indirekt merken. Oder? Gut. Was sind, wie muss ich dir die Volumen vorstellen? Ich habe in der Vorbereitung mir das einfach mal angeschaut, was Indien für eine Volkswirtschaft ist und vor allem so in den letzten 10 Jahren geworden ist. Oder? Genau. Ich meine, nicht vor 16 Jahren ist noch ganz eine andere Schuhnummer. Absolut. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie für Indien einen Pitch machen möchte, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es ist das bevölkerungsreichste Land. Es sind 1,4 Milliarden. Es ist ein Land, das jung ist. Das ist ganz im Gegensatz zu China, USA und EU. Sie werden auch noch in 30 Jahren jung sein. Also die Prognosen zeigen, dass sie auch noch in 30 Jahren eine Bevölkerung werden haben, die im Durchschnitt 30 ist. Also ganz viele junge Leute. Ich glaube, das ist für ein Land wie wir, wo auch Konsumentenprodukte haben, wie Nahrungsmittel, Uhren etc., absolut entscheidend. Also die Marktgrösse spielt eine Rolle. Es ist ein demokratisches Land und es ist ein Land, wo jetzt, und das ist vielleicht oder 16 Jahre, jetzt haben wir das Momentum, oder? Weil Indien sich auch entschlossen hat, eine gewisse Öffnung einzugehen. Mhm. Bis vor kurzem sind sie sehr protektionistisch gewesen. Mhm. Sie sind nach wie vor nicht eins der offensten Wirtschaften, aber sie machen Schritte und sie sind eigentlich die gewesen, die jetzt zurückgekommen sind und gesagt haben, doch, wir wollen Freihandelsabkommen. Sie haben relativ rasch mit Australien abgeschlossen. Sie haben mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass wir die Nächsten sind. Sie sind mit UK dran. Also wenn wir dort sind, wenn unsere Verhandler dort sind, ist die Welt dort und probiert jetzt das Momentum zu nutzen. Die EU glaube ich auch, oder? Die EU auch, genau. UK, Mercosur, Sri Lanka, Oman, es sind alle dort. Also der Kampf um Ressourcen ist eigentlich fast unser grösstes, weil die haben gar nicht so ein grosses Team, weil die das bis anhin nicht so gemacht haben. Und da muss man wirklich ellbögeln, dass man dann Zugang zu den Experten hat. Aber die Bedeutung, Indien ist ein Land, wo heute noch Zoll hat, oder? Mhm. Zum Teil 20%, 30%. Es ist also das sind Zölle, die erhoben werden, wenn Schweizer Firmen etwas dorthin exportieren, dann sind sie um 20-30% teurer. Genau. Und das ist schwierig dann, oder? Ja, und vor allem, wir kommen aus einem Hochpreisland. Also wir müssen sowieso Qualität und so. Genau. Wie das andere auch machen. Die EU ist auch nicht eine Niedrigpreis-Produktionsstätte. Aber oder wenn man dann noch 20 oder manchmal 30% mehr die Einfuhrzölle hat, dann wird das schwierig. Und so ein Freihandelsabkommen ist vor allem jetzt zusammen mit Bezug auf Indien, ist vor allem jetzt der Marktzugang, vor allem für Waren. Wir haben auch ein Dienstleistungskapitel gemacht, aber ich denke, es ist gerade jetzt für unsere MEM
Industrie extrem wichtig, dass Maschinen, Hochpräzisionsinstrumente etc. etc., auch Uhren, Textilmaschinerien und so weiter, einfach nicht mit dem 20% oder 30% Malus in den indischen Märkten eintreten. Und wenn es uns natürlich gelingt, das vorher zu machen, wie, dort sind wir dann eben doch ein bisschen im Wettbewerb, oder? Das ist gut. Wie unsere Kollegen von der EU, dann hilft das natürlich auch am Standort Schweiz. Mhm. Weil dann tun sich wahrscheinlich gewisse Unternehmen überlegen, weil es gibt ja dann die sogenannten Ursprungsregeln. Also man kann dann nicht einfach etwas in Deutschland machen und dann schnell über die Schweiz und dann hat man Zugang zum indischen Markt, sondern ein Teil von der Wertschöpfung muss in der Schweiz passieren. Und das ist, glaube ich, das, was dann wirklich die Schweiz als Standort stärken. Also der riesige Markt, eine junge Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo mir sagt, jede Woche schaffen sich, ich weiss nicht, es sind immer ganz riesige Zahlen von Leuten im Mittelstand. Es gibt 100 Millionen Millionäre, vielleicht Rupi, I don't know, aber oder riesiges Potenzial. Das ist ja die Diversifizierungsstrategie, genau, die Sie erwähnt haben. Der Leton hat geschrieben, der Guy Parmelin, der Wirtschaftsminister, sei la force tranquille in diesem Bereich, weil er letztlich die Diversifizierungsstrategie macht uns weniger abhängig von den Beziehungen zur Europäischen Union ein Stück weit, oder? Eröffnet neue Chancen für die Wirtschaft. Ja, er ist überhaupt ein Fuchs tranquille. Okay. Weil er verliert nicht so schnell die Nerven, auch wenn es dann manchmal ein bisschen eng wird und das passiert zwischendurch mit Indien. Also das ist natürlich für mich, macht mein Leben sehr viel einfacher, oder? Wenn man einen Chef hat, wo ganz genau weiss, wo er hin will. Und dann auch, wenn es wieder ein bisschen Rumoren tut, wie jetzt gerade am letzten Sonntag, den Norden nicht gerade aus den Augen verliert. Sie haben Zölle angesprochen und das ist ein letzter Punkt, den ich auch noch besprechen wollte. Wir haben Industriezölle abgeschafft. Ja. Ich habe gelesen, 680 Millionen an Einnahmen. Wo wir 600 Millionen. 600 Millionen, okay. Danke für die Korrektur. Wir verzichten auf die Einnahmen und im Parlament habe ich viel gehört, ja, aber wir haben ja nichts bekommen dafür. Das hat man sollen irgendwie in eine Waagschale so da im Parlament, oder? Also natürlich die Mehrheit ist dafür gewesen, oder? Aber Kritiker haben gesagt, ja, da haben wir jetzt wieder etwas gemacht, wo wir nicht hätten müssen. Warum? Also ich weiss nicht, ob das stimmt. Ich glaube, für unsere Firmen ist das eine grosse Entlastung. Und, die sind halt nicht unbedingt so organisiert. Ja, aber das ist natürlich eine grosse Herausforderung für jemanden, der im Seco arbeitet. Nein, und also wir haben nichts bekommen. Wir haben, also es gibt Schätzungen, dass wir an Wohlstand in der Schweiz oder durchaus mehr überkommen als die 600 Millionen. Es ist einfach, oder, das ist wieder so ein Problem, es ist nicht so messbar dann, ganz konkret. Aber wenn Sie überlegen, es wird heutzutage fast nichts mehr zu 100% einfach in der Schweiz gemacht, sondern man muss Rohstoffe einführen, man muss halbfertige Teile einführen. Und nochmal, unsere Firmen sagen uns ganz klar, die produzieren in der Schweiz, wir kämpfen mit dem starken Schweizer Franken. Jetzt, glaube ich, haben wir für einmal wirklich eine strukturelle Reform durchgebracht, die Entlastung bringt, weil sie wirklich die Vormaterialien, die Teile, die sie importieren, jetzt zum Nulltarif reinbringen können. Und das hoffe ich auch, dass man dann irgendwann spürt, dass auch Konsumenten davon profitieren, dass in diesem Hochpreisland Schweiz hoffentlich die Preise wenigstens nicht mehr hochgehen, also dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können. Wir haben es aber, ich finde, das ist jetzt wieder typisch schweizerisch, wir haben nicht nur die Hälfte vom Weg gemacht, einfach die Industriezölle abgeschafft, sondern wir haben wirklich auch geschaut, dass wir die Tarife noch vereinfacht haben. Also es sollte jetzt auch... Viel weniger Positionen. Genau. Es sollte also viel einfacher werden für die Firmen, weniger Fehler, hoffentlich dann auch weniger Arbeit bei der Kontrolle. Also es ist wirklich für mich, wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben. Es ist 10 Jahre Arbeit. Das hat lange vor meiner Zeit angefangen. Wir haben noch ein bisschen zittert am Schluss, wegen der Sparübungen und so. Aber wir sind wirklich froh und wir werden jetzt auch wirklich gelobt im Ausland, dass uns so etwas gelungen ist. Das ist interessant, oder? Das ist vielleicht ein bisschen, jetzt kommen wir jetzt gerade in den Sinn, das ist der Rahmen von dem ganzen Gespräch. Wir machen halt Standortpolitik. Genau. Und das machen wir eigentlich, seit es uns gibt, seit es Seco gibt. Wir tun einfach irgendwie auch immer wieder auch in dem Sinn in eine Vorleistung gehen, oder? Indem man zum Beispiel auf so etwas verzichtet. Und viele andere Länder, insbesondere in den letzten 10 Jahren, insbesondere unsere Nachbarn, machen eben die Industriepolitik.
Und ich bin halt auch überzeugt, Standortpolitik lohnt sich, weil Menschen in diesem Land dann Chancen haben und können sich verwirklichen, können etwas aufbauen. Und um das müssen sie wieder Leute anstellen, da sind wir wieder beim Arbeitsmarkt. Die Dynamik, die letztlich die Marktwirtschaft hat, die ist von dem Standort abhängig und ja, nicht unbedingt vom Geld, das irgendeine Ministerin oder so verteilt. Oder? Genau. Ich muss allerdings sagen, oder, ich habe natürlich etwas, wo ich viel stressfreier unterwegs bin als meine EU-Kollegen. Okay. Oder mein Auftrag ist, so mindestens habe ich es verstanden, jetzt nicht, irgendwie noch Investoren vom Ausland zu finden, die einen grossen Industriepark in der Schweiz arbeiten, wo nachher Zehntausende von Arbeitsplätzen macht. Oder? Die Phase, die ist in der Schweiz längstens vorbei. Wir tun weiterhin natürlich probieren, sehr innovative Länder in innovative Firmen, Entschuldigung, in Standort Schweiz reinzuholen. Aber wo hätten wir das Land, oder? Und welche Gemeinde wäre da einverstanden oder welche Gemeinde wäre einverstanden? Das ist natürlich der grosse Stress von meinen europäischen Kollegen, oder? Die jetzt Angst haben, dass die Autofabriken zumachen und in die USA gehen oder auf China. Ich glaube, diesen Stress haben wir nicht. Und wegen dem ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass wir an unserer Standortpolitik festhalten können. Helene Budliger-Artier, der hat mich sehr gefreut für das Gespräch, für die Tour d'Horizon. Ich glaube, wirklich wichtig, dass man über die Sachen redet, weil das am Schluss irgendwie wie auch die Schweiz ein bisschen ausmacht, dass wir gewisse Sachen anders machen als andere Länder. Das ist ein Erfolgsrezept von dem Land. Merci für den Besuch. Danke. Merci fürs Zuhören. Lasst einen Daumen da oder einen Kommentar oder schreibt mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein nächste Woche mit einem neuen Gast und neuen interessanten Gespräch. Merci fürs Zuhören. Gute Zeit.